Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Heute ist es Montag, 20 Uhr, selbstverständlich die beste Zeit für den Agile Care Workshop live teilzunehmen. Ich begrüße Sie also ganz herzlich, aber gleichzeitig begrüße ich diejenigen, die jetzt nicht die Zeit haben, sich nicht die Zeit nehmen oder aus anderen Gründen live teilnehmen, sich aber dafür dann die Aufzeichnung anschauen. Und in der Aufzeichnung ist es ja immer noch möglich, die von uns angebotenen Downloads durchzuführen und andererseits auch Fragen zu stellen. Fragen, die wir Ihnen dann sehr gern beantworten. Die landen nämlich dann aus den Aufzeichnungen bei uns in unserem zunächst erstmal E-Mail-Kasten, aber auch in unserem Bereich des Ticketsystems. Ja, nun würde mich sehr interessieren, ob jemand mal mir mitteilen kann, ob ich gut zu vernehmen bin. Ich schaue in den Chat und möchte sehen. Ja, ich lese, dass das gut klappt. Vielen Dank, Gerd, dass du das mit gleich bestätigst. Das beruhigt mich etwas. Ja, vielen Dank auch an Renate und Claudia, die mir zur Verfügung stehen im Hintergrund, die nämlich dafür sorgen, dass ich ganz gelassen meine Vorrede führen kann und mich nicht auf den Chat-Einträge mit ihren Fragen konzentrieren muss. Die beiden nämlich, Claudia und Renate, bereiten dann für mich die Fragen in einer Textdatei vor, die ich dann im Anschluss an meine Ausführungen, die heute übrigens über Agile Care hinausgehen. Also seien Sie gespannt, dass ich dann dort beantworten kann. So, jetzt starten wir. Ich rufe die Präsentation auf und damit ich es ja nicht vergesse, gebe ich Ihnen auch gleich die Files zum Download und es sind zwei. Einmal, wie Sie das schon gewohnt sind, die Möglichkeit, die vorbereiteten, von mir erstellten Präsentationsfolien herunterzuladen als PDF. Die haben Sie. Und dazu noch ein sogenanntes Amsler-Gitter. Das Amsler-Gitter, wozu Sie das benutzen können, wenn Sie wollen, das erkläre ich Ihnen im Laufe meiner Ausführungen. So, also starten wir mit der Präsentation. Heute 27. August. Und ich bin wirklich sehr froh, dass mir Claudia gestattet, diesen heutigen Workshop zu führen. Oh, heute ist der 26. höre ich gerade. Dann ist das hier falsch. Ich werde es in den PDFs dann wechseln. Ja, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und ehe ich jetzt mit der ersten Information beginne, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir uns zunächst erst einmal Sorgen gemacht haben, über einen Fehler, der entstanden ist und den wir auch noch nicht beseitigt haben. Wenn Sie nämlich unsere Aufzeichnung vom letzten Mal mitgeteilt bekommen haben über unsere E-Mail, das machen wir immer unmittelbar gleich nach Beendigung des Workshops, dann haben einige, und das ist genau unser Problem, einige das Problem, dass dieser Link nicht funktioniert hat, um zur Aufzeichnung zu kommen. Wir arbeiten nun schon eine Woche ganz intensiv zusammen mit den Ingenieuren des Portals Genesis, die uns das ermöglichen, dass Aufzeichnungen erstmal getätigt werden und ihnen dann weitergegeben werden können. Aber wir haben die Ursache noch nicht gefunden. Meine Empfehlung ist es, wenn dieser Fehler bei Ihnen auftritt, dann nehmen Sie einfach den Text des Links, genau den Text, den Sie dort finden, und kopieren diesen Text in die Adresszeile, dann funktioniert es. Soweit muss ich Sie noch vertrösten. Wir arbeiten wirklich sehr eng zusammen
mit den Ingenieuren des Portals, wir haben den Fehler noch nicht gefixt. So wie wir ihn gefixt haben, informieren wir Sie darüber. Ja, heute neu, Setup in der Version 8.3.4. Und dieses Setup konnten Sie seit heute herunterladen, was wiederum eine Erweiterung Ihrer Anwendung ist. Und wir sind sozusagen dann bei 3.234 Anwendungen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Auch diese sehr wichtige Erweiterung haben Sie natürlich kostenlos bekommen. Sie können das downloaden über unsere Homepage und Sie können hier in dieser Folie sehen, wenn Sie auf die Seite ulrich-mtc.de gehen und dort über den Menüpunkt Service und Download, dann kommen Sie hier links oben eingekreuzt zu der Adresse und sehen dann aufgelistet mehrere Möglichkeiten des Downloads. Sind das erstmal die Überpunkte. Und wenn Sie auf das erste, auf die erste Überschrift klicken, nämlich Setup Software für AgileCare Pro und AgileCare Parallel, dann erscheint das mit dem dicken Pfeil gekennzeichnete, der gekennzeichnete Link Download the Setup. Und wenn Sie darauf klicken, dann kommen Sie auf die jetzt dargestellte Seite. Hier habe ich Ihnen auch das Wesentliche rot eingerahmt, nämlich dass es sich um die Version 8.3.4 handelt. Vom heutigen Tag, und da wusste ich noch, dass es der 26. ist. Und die Änderung ist, dass wir aufgrund des Bedürfnisses eines Anwenders, der nämlich nachgewiesen bekommen hat, dass er den Staphylococcus capitis hat, haben wir diese Erweiterung gebracht. Und das ist genau die Erweiterung von 8.3.3 zu 8.3.4, nämlich die wiederum mit dem blauen Pfeil hier gekennzeichnete Anwendung mit dem Quellencode-Index BOE578. Ich wiederhole, BOE578 und die Anwendung heißt Staphylococcus capitis. Ja, Sie können das, und ich würde Sie auch bitten, das zu tun, indem Sie eben den Download hier durchführen. Und Sie sehen darunter, wie Sie da vorgehen können. Wie immer deinstallieren Sie die Installation, die Sie bisher haben, und laden das herunter durch Download des aktuellen Setup AgileCare Software, wie es hier steht. Und dann installieren Sie das. Es bleiben Ihnen Ihre Favoriten und Ihre Automationen erhalten. Viel Erfolg mit diesem Download, den wir zum Setup gebracht haben, was an diesem Setup bei Ihnen führt. Und wir sind stolz darauf, dass wir so schnell reagieren konnten und das so schnell erweitern konnten. Und das möge denjenigen, die diese Anwendung brauchen, gut helfen. Ich möchte heute über die Anwendung Makula-Degeneration sprechen. Die wird ja geführt unter der Abkürzung AMD, also altersgerechte Makula-Degeneration heißt das. Ich habe schon mehrere Male darüber gesprochen, einmal zum Symposium 2020 sogar in eigener Sache. Und die Frage nach der Eliminierung der für die Makula-Degeneration verantwortlichen und zuständigen Mikroorganismen wird sehr, sehr häufig geführt, diese Nachfrage. Und das sagt mir, dass auch viele Menschen davon betroffen sind. Da gibt es ja die trockene und die feuchte Makuladegeneration. Ich will das hier nicht unterscheiden. Es ist wegen der Mikroorganismen, die wir da eliminieren, auch nicht notwendig, das zu unterscheiden. Und das heißt immer wieder, es ist angeblich unheilbar. Doch ist es so gewesen. Und ich denke, das wird weiterhin so bleiben, dass mehrfach diejenigen, die unter diesen Mikroorganismen leiden und was bei ihnen zur Makuladegeneration geführt hat, dass sie dann feststellen, sie haben keine Makuladegeneration mehr. Und damit ist das Gegenteil aufgezeigt. Und das ist noch nicht der Beweis, dass mit den Methoden, mit AgileCare, mit den Anwendungen von AgileCare oder den Dingen, die ich gleich darauf folgend noch ganz speziell und spezifisch erläutern werde, dass das ursächlich die Folge ist. Aber dass bei denjenigen keine Makuladegeneration mehr da ist, zeigt erst einmal, dass es
dass es nicht unheilbar ist. Und die Messung, die Darstellung, die bildliche Wiedergabe, und man nimmt dort beim Facharzt für Augenheilkunde bestimmte Geräte vor, die das objektiv dann bestimmen und feststellen können, ob Makuladegeneration da ist oder nicht. Diese Bestimmung ist dann auch entscheidend. Wir haben die folgenden Anwendungen, die wir empfehlen, und zwar sind diese bitte täglich durchzuführen. C976, ich wiederhole den Quellencode-Index, C wie Cäsar 976, und die Anwendung heißt Makuladegeneration 1. Sie sehen, diese Anwendung steht gleich zweimal da. Das ist deshalb, weil wir empfehlen, und es ergibt sich aus der Erfolgsrate, die wir dazu verzeichnen konnten, wir empfehlen, dass das zweimal durchgeführt wird, und zwar unmittelbar nacheinander, und dass dann als dritte Anwendung die Anwendung A355, ich wiederhole den Quellencode-Index, A355 durchgeführt wird, und diese Anwendung heißt Zahnherde. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber es gibt eine enge Verbindung, und viele von Ihnen wissen das, zwischen Zahnherden und dem Auftreten der Makuladegeneration. Zahnherde sind also nicht nur für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zuständig, sondern offensichtlich auch für Makuladegeneration. Und ich kann Ihnen sagen, wir bleiben ja da immer am Ball und machen nicht nur Nabelschau, wie geht das mit Agelkea und wie sind die Rückmeldungen, das ist ganz, ganz wichtig für Sie und für uns auch, ja. Aber darüber hinaus verfolgen wir auch die Forschung derjenigen, die auch der Meinung sind, was können wir denn tun, um Makuladegeneration nicht mehr als unheilbar darzustellen? Was können wir methodisch tun? Und diejenigen sind jetzt gerade dabei, in der laufenden Forschung zu erkunden, welche spezifischen Parasiten dort zuständig sind. Welche das sind, wir können das nur vermuten, aber die Forschung weltweit ist dabei und wir sind in enger Verbindung zu denjenigen, die dort das untersuchen, und werden sie natürlich selbstverständlich, wenn dort Ergebnisse da sind, darüber informieren. Das ist also hier, was Sie hier dargestellt sehen, die Anwendung mit Agelkea, die täglich durchzuführen sind. Unsere Empfehlung unter optimalen Randbedingungen, vor, während und nach den Anwendungen. Unsere Empfehlung, diese unter der Makula und unter der Softwareoption Automation durchzuführen, also diese drei Anwendungen nacheinander, ohne Pause durchzuführen. Das hat zumindest auf unserem Tisch in den letzten Jahren gezeigt, dass es Vorteile hat und dass man dann die Erfolgsquote erhöhen kann und dass es auch schneller geht als bei dem einen oder anderen, der sich nicht daran hält. Nur, wir sind der Meinung, dass Agelkea, die Körperpflege mit Agelkea, allein nicht ausreicht. Das ergibt sich schon allein auch daraus, dass wir vermuten, untersuchen und an den Ursachen dargestellten Studien dort teilhaben. Und deshalb gibt es über Agelkea hinaus von uns die Empfehlung, noch weitere Dinge zu tun. Mit dem Agelkea selbst hat sich herausgestellt, dass, und Sie sehen mal diesen hübschen Menschen hier dargestellt, dass man die Elektroden gleich in die Nähe des Kopfes bringen kann. Wir reden über Makuladegeneration, also eine Geschichte, die mit den Augen zusammenhängt. Und die Augen sind ein Teil des Gehirns. Dass wir die Elektroden in der Form ansetzen, hat die Sache auch nochmal optimiert. Und Sie sehen das, wie ich das hier darstelle. Ich habe also aus verschiedenen Gründen, auf die ich nicht eingehen möchte, nicht die Haftelektroden verwendet, sondern, wie Sie hier sehen, ich umfasse die Handelektroden rechts und links und bringe die Hände an das Gesicht, hier rechts und links den Kiefer. Und ich kann Ihnen sagen, damit erkennen Sie auch, dass es wichtig ist, die Anwendung Zahnherde durchzuführen, denn unmittelbar, ich sage das aus eigener Erfahrung, spüren Sie während der Anwendungen bei unterschiedlichen Frequenzmustern, die ja automatisch ablaufen, dass Sie dort eventuell an den Zehen, ich möchte mal sagen, eine Resonanz verspüren. Zu mehr möchte ich mich hier nicht hinreißen lassen. Das also mit Agelkea. Und wer
die Makuladegeneration hat, wer darunter leidet, der sollte täglich kontrollieren, wie es mit ihm aussieht. Da kann er nicht zu einem Facharzt gehen. Die Möglichkeiten hat man ja schon lange nicht mehr in Deutschland. Wenn ich mir das mal anschaue, wenn Sie einen Augenarzttermin brauchen und Sie auch noch Kassenpatient sind, dann muss man sehr, sehr viel Glück haben, in absehbarer Zeit einen Termin zu bekommen. Und das können wir hier durch tägliche Kontrolle doch etwas verbessern, indem wir eben dieses Amsler-Gitter einsetzen. Und deshalb habe ich Ihnen dieses Gitter als PDF, und zwar in dieser Schwarz-Weiß, aber auch in der Weiß-Schwarz-Darstellung als PDF zur Verfügung gestellt. Das können Sie sich ausdrucken, das können Sie aber auch am Computer verwenden. Täglich schaut man also mit einem Auge, was man gerade kontrollieren möchte, im Abstand von 10 cm auf dieses Gitter, konzentriert sich auf die Mitte, auf diesen schwarzen hervorgehobenen Punkt, und dann dürften keine Gitterlinien verbogen sein. Und das machen Sie auch noch mit dem zweiten Auge. Und wenn die Gitterlinien noch stärker sich verbiegen, dann wird es höchste Zeit, auch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn Sie sich zum Besseren hinbewegen, dann überwinden Sie. Und dann scheint es so zu sein, dass die Makuladegeneration von Ihnen überwunden wurde. Das ist noch nicht der endgültige Beweis. Der endgültige Beweis dafür, wenn Sie mit Agile Care oder den anderen Maßnahmen, auf die ich gleich noch komme, die Makuladegeneration überwinden, dann sollten Sie OCT, also eine bestimmte Untersuchung, über die nur und die Gerätetechnik dazu auch nur ein Facharzt für Augenheilkunde verfügt, sollten Sie das dann durchführen. Aber das sollte täglich sein, um Sie, sagen wir, mit einem Monitoring zu versorgen, wie es da aussieht. Was Sie täglich noch machen sollten, und das geht über Agile Care hinaus, das sehen Sie auf dieser Folie. Gehen Sie davon aus, bitte, dass das Auge der Eingang ist für elektromagnetische Energie in das Gehirn. Und betrachten Sie auch wenn Sie sich dabei unterscheiden vom grundsätzlichen Denken des Facharztes für Augenheilkunde, betrachten Sie das Auge einfach als Teil des Gehirns. Und daraus ergeben sich die Schlussfolgerungen, die ich hier dargestellt habe. Und diese Schlussfolgerungen sind Empfehlungen für diejenigen, die es betrifft. Nämlich, bringen Sie den Computer in Nachtmodus. Das heißt, da wird das blaue Licht weitestgehend reduziert. Und den Nachtmodus natürlich nicht nur in der Nacht einschalten, sondern dauerhaft. Nutzen Sie eine gefilterte Brille, die wiederum auch das blaue Licht ausfiltert. Das hilft Ihnen nicht nur direkt am Computer, wo Sie natürlich die Brille aufsetzen mögen, bitte, aber auch im sonstigen Leben sollte Ihre Brille das blaue Licht weitestgehend ausfiltern. Vermeiden Sie gepulste elektromagnetische Strahlung, indem Sie eben weitestgehend Smartphones meiden, WLAN weitestgehend meiden, Bluetooth meiden und andere pulsierende elektromagnetische Signale vermeiden. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Ich habe darüber schon entsprechend Beiträge im Agile Smart abgelegt, die Ihnen ganz, ganz praktisch zeigen, dass Sie diese Vermeidung einsetzen können. Das heißt, Sie können sich schützen vor einer ausgelösten Makuladegeneration durch diese pulsierende Strahlung. Sie können sich schützen, ohne Ihren Komfort der Kommunikation einzuschränken. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Es ist wirklich ganz leicht möglich. Man muss es nur einfach verstanden haben, dass das eine Bedeutung hat. Ja, des Weiteren, das ergibt sich wieder aus der Integration des Auges in unsere Vorstellung des Gehirns. Waldspaziergänge täglich eine Stunde ist meine Empfehlung, zumindest im Wald oder im von Bäumen bestandenen Park. Entspannung. Wenn Sie das können, versuchen Sie täglich mehrere Entspannungsphasen zu nutzen. Eine Möglichkeit davon ist es, mit Agilophonie das zu tun. Agilophonie
sich zu mit dieser Methode vorzugehen, das hat den großen Vorteil, dass Sie nichts anderes unterbrechen müssen. Radiophonie können Sie quasi in jeder Lebenssituation, ich denke mal außer beim morgendlichen Duschen, können Sie das immer einsetzen, wenn Sie das möchten, und erreichen damit die notwendige Entspannung, die Ihnen auch hier wiederum hilft, gegen Makuladegeneration selbstständig etwas zu tun, sei es vorbeugend und sei es selbstheilend. Über Argelphonie können Sie sich auf unserer Seite, Homepage informieren, aber auch in unserem Shop. Dann kommt etwas, das möchte ich einfach mal so stehen lassen, wie ich es geschrieben habe. Meiden Sie möglichst den Umgang mit belastenden Personen, also die Personen, die Ihnen Stress gegenüber ausüben, die Sie belasten, wo Sie da Meinung sind, wenn derjenige Sie dann aus einem Gespräch oder sonstigen Begegnung wieder verlässt, der hat Ihnen so viel Energie genommen, dass es Ihnen nicht gut geht. Auch das kann nämlich eine psychische Belastung sein, die massiv zu Makuladegeneration führt. Zum Beispiel psychisch ausgelöste Trauma. Da, darüber habe ich eine ganze Menge Berichte und könnte darüber auch eine ganze Menge berichten. Das tritt natürlich immer nur dann ein, wenn man sich mit Menschen in der Umgebung oder in Kommunikation verbindet, die einen psychisch belasten. Also meine Empfehlung, Umgang mit belastenden Personen reduzieren oder ganz sogar meiden. Um schließlich noch weitere ganz konkrete Schritte durchzuführen, muss man über die individuelle Situation gut Bescheid wissen. Und die individuelle Situation des Menschen, dem es jetzt um die Makuladegeneration geht, die ist sehr gut labormäßig mit einem umfassenden Labor zu erfassen. Und dort unter anderem werden die Defizite gegenüber Vitaminen und gegenüber Mineralien erkannt. Und darauf möchte ich jetzt beispielgebend mal eingehen. Wir haben also hier aufgelistet, und in der nächsten Folie geht es dann weiter, was wir tun können, um in einem ganz bestimmten Beispiel, also eine Laborbestimmung führte zu bestimmten Defiziten bezüglich Vitamin und Mineralien, und dieser Person wurde dann Folgendes empfohlen, und das hat auch zum Erfolg geführt, wenn man sich daran hält. Da ist erst einmal Vitamin C einzusetzen. Vitamin C ist liposomal zu empfehlen. 4 Gramm bis 5 Gramm am Tag genügt da völlig aus. Und hoch dosiert intravenös durchzuführen. Wir empfehlen dazu, dass es da auch so eine Kur gibt, also vielleicht über 3 Wochen, dass man dort mehrfach intravenöse Injektionen oder Infusionen gibt. Und über die monatliche, wie ich es hier geschrieben habe, monatlichen 25 Gramm hinausgeht und in Form, wie gesagt, von 14 Tagen oder 3 Wochen da mal etwas darüber hinausgeht. Und beim Liposomalen 4 bis 5 Gramm täglich sollte man weiterhin bleiben, wenn man das nicht vorher sowieso schon so getan hat. Kurkumin. Kurkumin ist ein Begrenzer von Entzündungen. Kurkumin auch die Empfehlung in dieser Situation für die Person, die über Makuladegeneration klagt. Liposomal eingenommen, täglich 2 Teelöffel und intravenös noch dazu Infusion zu geben. Infusion intravenös und liposomal oral. Astaxanthin wird oral eingenommen, ein Esslöffel liposomal ist dort richtig in dieser, muss man sagen, doch bedrohlichen Situation. Nämlich es geht um Makuladegeneration und dieses Defizit wurde hier erkannt. Und Astaxanthin ist etwas, was übrigens auch von vielen Seiten empfohlen wird. Das heißt, Astaxanthin scheint bei Makuladegeneration bei jedem interessant zu sein. Selen war für diese Person, um die es hier geht, wichtig, eine Kapsel täglich. Calciumcitrat, 2 Kapseln täglich. Und dann komme ich zu Lutein und Zeaxanthin. Das Lutein und
Zeaxanthin wird auch von der Schulmedizin der Fachrichtung Augenheilkunde empfohlen. Quercetin, 2 Kapseln täglich, Magnesiumcitrat und MSM, das sind hier die Empfehlungen, die persönlich aus den Laboruntersuchungen sozusagen als Schlussfolgerung gebracht wurden. Und es geht noch weiter. Taurin sowohl als Injektion als auch täglich 2 Kapseln. Omega-3, das wissen Sie, das schützt uns vor vielem und bringt eventuell auch hier uns wieder die guten Voraussetzungen, dass wir Makuladegeneration selbst heilen. Carnitin, 3 Kapseln, das trifft auch für die Person zu, die hier untersucht wurde. Und die DMSO-Tropfen, die sind spezielle Augentropfen. Ich will hier auch nicht noch tiefer auf DMSO eingehen, denn darüber habe ich schon umfassende Beiträge gebracht im Achismart. 1 Tropfen je Auge, pro Auge und täglich, oder eben 2 Tropfen über den Tag verteilt pro Auge. Vitamin D3 und K2 täglich, auch das dürfte für jeden wichtig sein und nicht nur für die hier untersuchte Person. Und schließlich habe ich noch das Q10, das Coenzym Ubiquinol und hier in der Form Liquid dargestellt, weil sich das gut verabreicht, reichen lässt. Da gibt man sozusagen aus dem kleinen Fläschchen 8 Hübe täglich. Das stärkt und ist von Vorteil. Und ich komme gleich auf was weiteres dabei. Nämlich, und das habe ich hier mit einem großen Fragezeichen versehen, wieso denn Q10? Q10 hat doch offensichtlich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, hauptsächlich was mit dem Herzen zu tun. Warum dann Q10? Und ich erinnere mich an einen Satz zum Symposium 2024 in Greiz, wo wir freundlicherweise eingeladen waren und sowohl Claudia als auch ich einen Vortrag gehalten haben. Und ich erinnere mich an den Satz von Professor Hempel, der dort gesagt hat, das Herz bemerkt Veränderungen zuerst. Und Professor Hempel weiß das. Er ist ein sehr ausgewiesener kardiologischer Facharzt und hat dort darüber gesprochen, dass das Herz es sofort bemerkt. Ich brauchte an sich diese Information in Greiz nicht. Sie hat mir bloß in mir was wachgerufen. Sie hat in mir wachgerufen, was ich damals erlebt habe, als ich zum Deutschen Kongress der Internisten, und das ist vor 30 Jahren. Das war vor 32 Jahren, war das. Und da war ich zum Glück dabei auf diesem Deutschen Kongress der Internisten in Wiesbaden, war da übrigens, dass dort die ersten Studienergebnisse gebracht wurden, dass es nämlich nicht so ist, dass ein gleichmäßig schlagendes Herz dafür steht, dass es dem Menschen gesund geht und dass er ein langes Leben vor sich hat. Ganz im Gegenteil, dort waren die ersten Studien, die stammten aus den USA, mit dem Hinweis versehen, wenn ein Herz ganz gleichmäßig schlägt, dann ist es das dringende Anzeichen, etwas zu tun, denn es der plötzliche Herztod steht bevor. Was wir brauchen, ist ein sich ändernder Herzschlag. Das ist das Normale und das ist das Gesunde. Und deshalb hat sich seitdem die Herzratenvarianzanalyse herausgestellt. Und mit der Herzratenvarianzanalyse kann man quantitativ feststellen, wie es demjenigen geht. Und das haben dann schon bis heute viele Kardiologen eingesetzt zum Wohl ihrer Patienten, zur frühen Erkennung von Problemen, aber auch zum Monitoring, was mit den Einzelnen passiert unter den bestimmten Maßnahmen. Und da gibt es bei der Herzratenvarianzanalyse in der Methode, ich will hier auch nicht tiefer darauf eingehen, gibt es Indizes, die man errechnet, die man aus den Zeiten der Herzschläge, das heißt Abständen der RR-Zacke, also den exakten Zeichen des elektromagnetisch ausgelösten Pulses des Herzens, dass man dort Indizes abnimmt, denen man sehr, sehr viel entnehmen kann. Und wenn man jetzt den Satz sieht, das Herz bemerkt Veränderungen zuerst, dann eignet sich, und da stelle ich kein Fragezeichen mehr dahinter, dann eignet sich nämlich die Herzratenvarianzanalyse dazu, festzustellen, mit der und der Maßnahme, wenn ich das vorher mache, die Herzratenvarianzanalyse vor einer Maßnahme und nach der Maßnahme, dann kann ich nämlich die Frage beantworten, wenn ich das beides vergleiche, war denn das hilfreich? Hat es überhaupt dem Patienten geholfen?
hat die Person etwas davon, dass sie diese Maßnahme durchgeführt hat? Und das gilt für eine Vielzahl von Maßnahmen. Das Schöne dabei ist, dass damit eine individuelle Kontrolle möglich ist. Dass ich nicht erst irgendwelche Studien abwarten muss und dann sagen kann, na, ich könnte mich ja genauso wie in dieser Studie verhalten. Ich gehöre vielleicht zu denjenigen, die einen Vorteil haben oder wenn gezeigt wird, dass bestimmte Dinge einen Nachteil haben, dann könnte es bei mir sein, dass ich zu denen gehöre. Also es bleibt immer fraglich. Hier ist es anders. Hier muss ich nicht auf Studien warten. Hier kann ich die Herzraten-Varianzanalyse individuell durchführen. Und das machen Ärzte schon in Deutschland. Das ist eine ganz, ganz große Möglichkeit und ein sehr effektives Verfahren, natürlich ohne Nebenwirkungen und ohne Gefährdung der Personen, von denen das abgeleitet wird. Erfolgskontrolle können wir also durchführen. Zum Beispiel die Medikamentenwirkung. Wir können also sagen, bevor wir die Medikamente eingenommen haben, haben wir die und die Herzratenvarianzanalyse, die und die dafür zuständigen Indizes und machen es dann nach der Einnahme oder am Ende des Tages noch einmal. Und dann wissen wir, ob uns das eigentlich etwas gebracht hat, dass wir diese Medikamente eingenommen haben. Das ist ein einfaches Vorgehen. Wir können auch sehen, ob uns Atmungs- oder Entspannungstechniken oder zum Beispiel, wo ich es vorhin sagte, auch Allophonie, ob uns das hilft. Das können wir kontrollieren. Wir können auch kontrollieren, wir können jetzt von technischen Dingen einmal und pharmakologischen Dingen weggehen. Wir können auch kontrollieren, indem wir das vor dem Arztgespräch durchführen, die Herzratenvarianzanalyse. Und nach dem Arztgespräch, hat uns das was gebracht? Hat uns das, und das Herz merkt es, wie gesagt, zuerst, war das hilfreich oder ist es nicht hilfreich für mich? Und natürlich auch über das Arztgespräch hinaus, wenn mir es gelingt, sagen wir zum Beispiel vor einem Gespräch mit dem Chef, eine Herzratenvarianzanalyse durchzuführen, die ist ja recht schnell getan. Und dann danach, dann weiß ich ganz genau, um das jetzt mal negativ auszudrücken, wie schädlich das für mich war und ob es überhaupt schädlich war. Wir können das vor Bewegung und nach Bewegung, die wir gesundheitsorientiert durchführen. Wir können das vor und nach Waldspaziergängen, ich hatte vorhin den Waldspaziergang erläutert, können wir sehen, was uns das bringt. Wir können es auch vor der Einnahme von Kräutern und nach der Einnahme von Kräutern sehen. Das gilt auch für Mineralien, Vitamine und Infusionen. Ich habe da einige persönliche Erfahrungen schon gemacht und es ist unglaublich, wenn man das Richtige infundiert bekommt. Ja, für ein individuell. Dann sieht man, was einen das dann gebracht hat. Ja, und dann können wir natürlich auch das einsetzen bei Dingen, die über mehrere Anwendungen laufen, also über mehrere Allophonie, denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass Allophonie gleich beim ersten Mal, sagen wir mal, uns entsprechend entspannt, sondern das erlernen wir erst. Und wir können es auch, und selbstverständlich ist es auch notwendig, bei Allocare einsetzen. So. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, das ist alles jetzt noch, wie ich es Ihnen jetzt vorgestellt habe, Illusion, denn Sie können es vergessen, dass Sie zu all diesen Dingen einen Arzt finden und einen Termin dazu bekommen, dass er bei Ihnen die Erfolgskontrolle mit Herzraten Varianzanalyse durchführt. Doch, ich bin der Meinung und unser ganzes Team ist der Meinung, man sollte die Möglichkeit haben, dass man das individuell kann. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, wir müssen eine Lösung finden, dass es für jeden wunschgemäß verfügbar ist. Also genauso wie wir sagen, ein Allocare gehört bei den vielen Dingen, wo das doch universell einsetzbar ist, in jeden Haushalt, um die Lebensqualität zu verbessern. Genauso haben wir festgelegt für uns, wir wollen Sie unterstützen, wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, wenn Sie es wünschen, diese Erfolgskontrolle individuell durchzuführen. Und deshalb haben wir vor einiger Zeit, und das ist gar nicht lange her, mit diesem Gedanken beschäftigt, wie man so etwas entwickeln kann, wie man das ingenieurtechnisch umsetzen kann und bin dabei auf zwei schützenswürdige Dinge gekommen und habe das deshalb zum Patent angemeldet, beim Deutschen Patentamt. Und zu meiner großen Freude ist am Samstag die Bestätigung gekommen, dass unser Patent, mein Patent, am 12.8., also noch gar nicht lange her, eingetragen wurde unter der hier dargestellten Eintragungsnummer.
Das ist natürlich, bin ich sehr stolz darauf und bin so stolz, dass ich Sie hier mit dem Bild der Urkunde mal versorge. Sie sehen also, dass diese wie Erfindung, die man nennt, Vorrichtung zur verbesserten Herzratenvarianzmessung, dass die patentiert wurde vom Deutschen Patentamt. Und wir haben jetzt also die Möglichkeit, das auch an die Öffentlichkeit zu gehen mit den schützenswürdigen Dingen, die wir über die bisherige Herzratenvarianzanalyse hinaus entwickelt haben und erforscht haben, dass wir das auch umsetzen und Ihnen dann in Form einer Lösung zur Verfügung stellen. Die Lösung ist dann ein Gerät, einen Namen haben wir schon dafür und die entsprechende Software dazu. Und dieses Gerät mit Software, das wird dann heißen Achilles Core. Und wir haben also dann eine Verbesserung und aufgrund des Schutzrechts sind wir berechtigt, diese Herzratenvarianzanalyse, abgekürzt HRVA, dann optimierte Herzratenvarianzanalyse zu nennen, abgekürzt OHRVA. Und Sie werden, und wir arbeiten, sagen wir, heute ist Montag, Samstag haben wir die Nachricht bekommen, wir arbeiten jetzt schon daran, das in die Produktion umzusetzen. Die Entwicklungsarbeiten, sagen wir, stehen auch vorm Abschluss. Und ich kann Ihnen versprechen, dass Sie Achilles Core bald verfügbar haben. Sie können also, wenn Sie das auch möchten, bestimmte Dinge zu überprüfen. Ist das denn hilfreich für mich? Bringt mir denn das was? Beziehungsweise ist es vielleicht sogar schädlich für mich? Und muss ich es vielleicht meiden, dass so eine Apparatur, das ist ein kleines Kästchen mit Software, was Sie am Computer dann verwenden, dass es bald verfügbar sein wird. Und ich verspreche Ihnen auch, das ist bezahlbar. Es hat also nicht diese enormen Preise von Herzratenvarianzanalysegeräten, die in Arztpraxen eingesetzt werden. Gottes Willen, das kann sich kaum jemand privat leisten. Bei uns wird es so sein, das wird bezahlbar sein. Auch kann ich Ihnen sagen, es wird einsetzbar, ganz einfach einsetzbar sein. Die Unterstützung für Leben ohne Krankheit hat damit sozusagen einen neuen Level bekommen. Sie werden also noch besser unterstützt für das Ziel Leben ohne Krankheit und können damit noch besser und schneller zu besserer Lebensqualität kommen. Und ich gewährleiste Ihnen auch die Universalität dieses Gerätes. Das heißt, dass es nicht begrenzt auf die Ergebnisse bei Agilphonie, auf die Ergebnisse bei Agilcare, Agilflow und so weiter, sondern es ist universell einsetzbar für alle möglichen Dinge, die Sie durchführen bzw. durchführen lassen. Das ist ganz einfach zu machen und wir werden Sie unmittelbar informieren und Ihnen das dann anbieten, wenn Sie das wünschen, sofort dann einzusetzen und Sie können es dann sofort umsetzen. Ja, das ist, sagen wir mal, etwas, was wir in Kommunikation mit Ihnen umsetzen konnten. Und Kommunikation ist immer das Wichtige. Wir leben davon, dass Sie uns berichten, wie Sie damit umgehen. Wir leben davon, dass Sie uns ergänzen, was wir noch tun können und vielleicht auch hier und da kritisieren, was wir besser tun können, ganz klar. Und deshalb gibt es bei uns eine ganze Menge Kommunikationswege. Und ich möchte auf zwei hier besonders hinweisen, nämlich den Telefonservice Montag bis Freitag, 9 bis 10 Uhr, einfach nur anrufen. Aber ich bitte Sie wirklich, nur diese Telefonnummer anzurufen. Der bisherige Service bis vor 3 Jahren, der ging noch über eine andere Telefonnummer. Und die andere Telefonnummer, da würden wir auch zurückrufen, bloß die ist nicht immer erreichbar. Deshalb bitte diese hier eingeblendete Telefonnummer 033-631-434-109 verwenden und kann man auch gleich wieder auflegen. Sie werden garantiert zurückgerufen. Und der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte, Agile Smart Wissensbasis. Es ist so, dass Sie dort wirklich einen großen Umfang von Wissen erwerben können und das im Abonnement. Und Sie müssen an dem Abonnement überhaupt nicht lange bleiben, sondern Sie können einfach im ersten Monat 1 Euro einsetzen. Ab zweiten Monat wird es dann 7 Euro kosten monatlich, aber Sie müssen gar nicht so lange, sondern Sie finden schon in dem ersten Monat das komplette
für den 1 Euro schon das komplette Wissen und auch das, was in dem Monat neu dazukommt. Und es kommt ständig was Neues dazu. Und ich empfehle Ihnen das, denn leider ist es so, dass viele Mitteilungen, die wir geben, leider in unserer demokratischen Welt von YouTube gelöscht werden. Wird uns gar nicht groß begründet. Es wird gelöscht und wir haben uns damit abzufinden. Und das passiert Ihnen bei AgileSmart nicht, denn dort sind wir im geschützten Bereich. Soweit also dazu. Und unten rechts, wo ich steht, hier anmelden. Wenn Sie das auf Ihrer PDF-Folie dann anklicken, dann finden Sie dorthin. Und wie gesagt, Sie müssen nicht lange verpflichten. Das ganze Risiko besteht in einem einzigen Euro. Ja, und wir sind natürlich an vielen Stellen auf Sie angewiesen, immer mehr. Und viele Menschen draußen sind auch auf Sie angewiesen, nämlich Sie wissen noch nichts von AgileCare. Und wenn Sie Ihre Informationen weitergeben und Ihre Begeisterung vielleicht über die Ergebnisse oder vielleicht auch über die Begeisterung, wie wir Sie beraten und was wir alles leisten mit AgileCare für Sie, für Ihre verbesserte Lebensqualität, dann gehen Sie nach diesen 3 Punkten vor. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Käufer des AgileCare in unserem Shop gewinnen können. Das muss in unserem Shop sein. Deshalb habe ich den Link auch dazu hier noch einmal aufgeschrieben. Denn dann, wenn das dann realisiert wird, überweisen wir Ihnen als Dank 150 Euro je empfohlene Person, je gekauftes Gerät. Soweit dazu. Und es wird höchste Zeit, dass ich ganz kurz zusammenfasse, was ich in dieser langen Zeit heute hier alles vorgetragen habe. Ich habe also darüber gesprochen, dass es ein neues Setup vorliegt, mit welchen Vorteilen das ist und dass dieses Setup Sie weiterhin kostenlos in die Lage versetzt, noch besser auf bestimmte Mikroorganismen, die uns stören, einzugehen, die für Erkrankungen zuständig sind, die Sie mit diesen Anwendungen und mit der erweiterten Anwendung, die dann zur Version 8.3.4 geführt hat, eliminieren können. Ich habe ein klein wenig über Makuladegeneration hier geschrieben, Ihnen gezeigt, wie es uns möglich ist und wie es Ihnen möglich ist, Makuladegeneration zu besiegen. Das kann selbstverständlich nicht versprochen werden, aber unsere Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, ganz im Gegensatz zu der Aussage, dass es unheilbar wäre. Und die Empfehlungen und Hinweise, die ich Ihnen gegeben habe, stammen alle aus positiven Ergebnissen und gehen somit auch über AgileCare hinaus. Und ich wüsste nicht, warum ich mich deshalb zurückhalten sollte, Ihnen die Empfehlung zu geben, weil es genau genommen mit AgileCare nicht so viel zu tun hat. Die Erfolgskontrollen von allen möglichen Maßnahmen werden bald mit AgileScore verfügbar sein. Freuen sich darauf, dass wir dort in Umsetzung der und uns kürzlich mit einem Patent belohnten Ideen und Entwicklungen Sie bald versorgen können und Sie dann wiederum in eine neue Ebene kommen, der verbesserten Möglichkeiten, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Ja, und jetzt Ihre Fragen. Ich schaue schon zur Uhr. Claudia wird sagen, das wird wohl der längste Workshop sein, aber ich denke doch, dass einiges davon wichtig war, was ich Ihnen gesagt habe. Die erste Frage